Vor einem erfolgreichen Start in das Berufsleben steht für viele oft eine Frage: Was will ich denn nun eigentlich werden? Wer von der Antwort auf diese Frage noch ein Stück entfernt war, der hatte am 18. März die Möglichkeit, sich in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg auf der 19. Berufsfindungsmesse einmal umzuschauen. Fast 40 Aussteller waren vor Ort, einer von ihnen die Firma TCS Türkontrollsysteme AG aus Gentin. Die waren samt Azubi-Stab angereist, der den Interessenten einen Einblick in das dortige Berufsfeld geben sollte. Also bei TCS, wir stellen eigentlich Klingeanlagen her. Ich bin jetzt in der Ausbildung als Industriekaufmann. Wir bieten ja auch viele Ausbildungsberufe an, wie Mechatroniker, Industriemechaniker, IT-Elektroniker, alles Mögliche. Und ja, ich bin sozusagen im Marketingbereich und Vertriebsbereich, Einkaufsbereich tätig. Die Informationen, die einen potenziellen Azubi interessieren, aus erster Hand von einem anderen Azubi. Das Prinzip hat sich bewährt und findet auch bei anderen Messeteilnehmern Anklang. Doch nicht nur große Betriebe mit vielen Auszubildenden präsentierten sich auf der Messe, auch kleine Firmen waren vertreten, wie die Tinker Toys aus Magdeburg. Das Unternehmen sucht allerdings noch keine Auszubildenden, sondern Helfer, die sie auf ihrem speziellen Arbeitsgebiet unterstützen. Also wir arbeiten viel in Schulen oder in Bildungseinrichtungen, so kann man sagen, so 5 Jahre bis so 14, 15 Jahre. Und da ist unsere Sparte auch, wo man sagen kann, da suchen wir so Leute auch, die vielleicht Lust haben, uns vielleicht auch zu unterstützen, die Interesse haben, nicht nur an Programmierung, weil es eine sehr einfache Oberfläche auch ist, sondern einfach auch eine kleine unterstützende Tätigkeit, um individuelles Spielzeug zu erstellen. Eine Nummer größer agiert die Citim GmbH aus Barleben. Hier werden mit moderner Fertigungstechnik, eben beispielsweise dem 3D-Druck, Werkstücke und Prototypen hergestellt. Im kleinen Rahmen sieht das dann nicht nur so aus wie bei den Tinker Toys, sondern lässt sich auch mit auf Messen transportieren. Also wir bringen hier auf den Messen unseren 3D-Drucker mit, um die Auszubildenden anzuziehen und damit zu zeigen, was wir mit unseren großen Maschinen, die wir in der Firma stehen haben, produzieren können. Die Rückmeldung bei den Besuchern war gut. Für einige gab die Messe sogar Denkanstöße für einen beruflichen Plan B. Das ist eine gute Frage. Plan B? Eigentlich bin ich da nicht so überlegt. Bis jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil wir sind Abiturienten, jetzt Klasse 12. Und ich sag's mal so, wie es ist. Also ich habe immer so den Eindruck, es ist ein bisschen schwierig, wenn man Abitur macht, nebenbei noch auch viel zu erfahren, was den Arbeitsmarkt angeht, vor allem so Alternativen. Weil man geht immer so mit der Einstellung daran, ich möchte jetzt ein Studium machen nach dem Abitur. Und ich denke mal, gerade da ist es auch gut, so was hier zu machen, um ein bisschen was darüber zu erfahren, was es sonst noch gibt. Das wäre so der Plan B. Ja, also Plan A steht fest. Also vielleicht findet man hier ein gutes Plan B. Das wäre schon schön, aber man muss halt gucken, ob man was findet. Mit welchen Erwartungen bist du hierher gekommen heute? Na, einmal mich über zukünftige Berufe zu informieren und was mich vielleicht anspricht, wo meine Zukunft langlaufen soll im nächsten Jahr. Hast du schon vielleicht bestimmte Vorstellungen, was du mal werden möchtest? Über den Industriemechatroniker habe ich mich jetzt am meisten informiert. Und ja, also allgemein diese technische oder handwerkliche Richtung. Ja, für mich am besten Mechatroniker oder Industriemechaniker und das suche ich hier. Und schon fündig geworden? Ja, ich habe schon viele Stellen hier gefunden und ich werde mich bewerben und vielleicht werde ich irgendwo angenommen.